Hey Leute, hier ist Alarso, euer Gesundheitspartner. Ihr werdet von uns gleich ein Video sehen. Ihr könnt uns in YouTube abonnieren, Facebook, Instagram und Twitter folgen. Das ganze Info steht da unten. Also viel Spaß! Vor langer Zeit, also sagen wir vor 2 Jahren ungefähr, bin ich morgens mit Schwindel und tauben Arm und Bein aufgewacht. Okay. Und dann kam natürlich ein Krankenwagen und hat mich auf die Intensivstation gebracht und gesagt, ich hätte Schlaganfall. Okay. Und dann auf diesen Grund habe ich halt diese Ausfälle, haben die gesagt. Okay. Ist aber nicht der Fall. Am nächsten Tag konnte ich aufstehen und ganz normal wieder laufen. Halt mit Nackenschmerzen hier im oberen linken Bereich. Und habe denen immer wieder gesagt, ich habe Schmerzen im Nacken. Ja. Und die sagten trotzdem immer weiter, ja, das kommt vom Schlaganfall, dass man solche Nackenschmerzen hat. Also die Diagnostik haben sie ja festgestellt, dass das wirklich dann halt Schlaganfall war. Genau. Aber der erste Arzt hatte ja, der schickt hatte, der hat nachgeguckt hier mit so einem Analytik wie Reales V2. Ja. Da meinte er, wenn er das gewesen hat, hier mit und die Geräte oder was hier wird nachgeschaut. Okay. Der zweite, der dabei war, am nächsten Tag später, sagte, er sieht da gar nichts. Okay. Da war ja schon der Widerspruch für mich selber, wo ich mir gedacht habe. Genau. Also das war Verdachtdiagnostik dann. Aha. Genau, Verdacht. Okay. Gut, ja. Halb Monat auch da gelegen. Aha. Und dann durfte ich wieder nach Hause. Und es wurde aber nicht besser, weil ich immer diese Herzklopfen bekommen habe, also so als wenn ich eine Panikattacke bekomme oder sowas. Ja. Oder der Schwindel. Ich habe ganz normal zu Hause gesessen oder aufgestanden und dann ging das los, dass ich wie, als wenn ich getrunken hätte, bin ich hier komplett im Kopf. Also wie morgens, wenn du das wieder kannst und ich nur auf einmal so eine Attacke bekommst, dass du dann einen Schwindel hast. Genau, und man hat das Gefühl, man fällt gleich um. Ja, ja, ja. Dass man nicht mehr als sich selber. Ja. Dann die tauben Finger jeweils. Okay. Finger sind immer tot gewesen, alle. Ja, und dann bin ich misstrauisch geworden, bin auch in ein anderes Krankenhaus. Ja. Dann bin ich, die haben auch gesagt, es ist alles in Ordnung, nach MRT, nach CT und alles, nach T ist alles okay. Dann bin ich so mit den mehreren Osteopathen zu. Wie heißen die noch? Heilpraktiker, Osteopathen. Nee, der Heilpraktiker war ich als letztes quasi. Okay. Und die Dame hat mir dann gezeigt, dass hier der ganze Atlas schief sitzt, dass der Exzess verdreht ist und all solche Geschichten. Okay. Und seitdem diese Dame das behandelt, ist das besser. Ja. Definitiv, also ich habe keine Ausfälle mehr. Okay. Aber es geht halt nicht weg. Der Trapez. Also strahlt jetzt. Ich gucke mir einfach. Das heißt, strahlt es dann bis oben hin oder was? Genau, und hier auch runter und hier. Der sitzt auch komplett fest hier bis hier und dieser Trapez. Okay. Ja, und das habe ich halt lange. Mir wurde auch vorher noch. Also Schmerzen hier? Jetzt gerade nicht, aber es, jetzt immer wieder. Okay. Ich höre die weiter. Ja. Und ich höre weiter. Okay, und dann haben sie mir vor 3 Jahren noch aufgrund, das fing ja an den Füßen, dass ich immer Schmerzen in den Gelenken habe. Okay. Dann ging es in die Knie weiter immer. Ja. Dann in der Hüfte. Dann habe ich so Leberschmerzen gehabt und alles die ganze Zeit. Vermutliche Leberschmerzen. Okay. Haben die gesagt, ja, Gallenblase, der Steine und sowas muss operiert werden. Haben sie die Gallenblase rausgeholt. Ja. Hat natürlich nichts geändert. Oh. Ja. Okay. Auch alles. Und so nahm das dann sein Lauf. Dann immer diese Rückenschmerzen unten im Lendenwirbelbereich. Okay. Dann lag es dann und irgendwann Feierabend, ne? Am Halswirbel. Okay. Also fing das wahrscheinlich schon, ne? Klein an und. Okay. Ja. Okay, dann machen wir das so. Hast du noch was? Nee, das wär's. Okay. Also, alles nur reichlich. Dann legst du einmal auf den Bauch, wir werden die dann einmal untersuchen. Ja. Aber ich muss dann einmal den Pulli weg. Ja, klar. Okay. Das auch oder? Nee, das brauchst du erstmal nicht. Legst du einmal auf den Bauch. Ja, gut. Aber hängen bleibt oder? Einfach ganz normal, einfach. Du hast ja noch so eine Hände da. Okay. Okay, wenn man deinen Kopf jetzt einmal auf rechte Seite bitte. Ja, genau, einfach hinlegen wieder. Okay. Das normal hinlegen, das ist scheiße. Ja, das sieht auf der linken Seite, ja. Ja, weil ich sehe schon, du drehst deinen Kopf jetzt auf andere Seite. Okay, jetzt auf linke Seite bitte. Okay, jetzt nochmal bitte auf andere Seite. So schlimm? Ja, wenn ich auf andere Seite drehe, kommt das hier wieder.
Also jedes Mal, wenn du deinen halt Kopf nach rechts oder links drehst, ja? Dein ganzer Körper passiert auch mit. Ja? Weil du dann halt Probleme mit Atlas hast, ja? Das ganze Körper passt sich auch mit an. Okay. Ja? Und die ganze Muskulatur auch. Hast du irgendwo Schmerzen hier? Nein. Und hier? Nein. Aber ja, hier, genau da. Da fängt's an. Genau. Mhm. So, nochmal den Kopf drehen bitte. So, ganz leicht weg im Schiefstand ist es auch da. Schmerzen? Nein. Hier? So einen leichten Druck, ne? Okay, leichten Druck. Okay. Wir müssen als erstes den Atlas einbringen, Atlas auf Position bringen. Kannst du dir einmal auf den Rücken legen, bitte? Ja. Okay, ganz den Körper ein bisschen nach unten kommen, bitte weiter nach unten kommen. Noch ein bisschen, ist gut.